Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Shadow Tactics. Wir sind hier wieder unterwegs und zwar in der 8. Mission. Also doch schon relativ weit. Wir müssen jetzt hier eine Burg angreifen und wir operieren hinter den feindlichen Linien, damit wir unsere Fronten quasi immer weiter nach vorne bringen. Wir müssen also Offiziere töten. Zwei haben wir schon erwischt, den dritten, an den arbeiten wir gerade. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So, wünsche ich viel Spaß mit der neuen Folge und eine gute Unterhaltung. Danke für alle, die hier auch online über live zuschauen. Viel Spaß. So. Front Mic ist eingeschaltet. So, da sind wir. Er sieht mich. Schau mit der Kamera bitte. Ja, das ist eine gute Idee. Sorry, Leute. Blöde Angewohnheit hier. Passing through. So, wir sind im Game. Es ist nichts passiert, ihr habt nichts verpasst. Ich habe hier einen aufmerksamen Zuschauer, der live. Es passiert mir dauernd, dass ich hier aus Versehen die Kamera nicht mehr zurückstelle. Es kommt davon, wenn man zwei Bildschirme hat, da fokussiert man sich so auf den linken, wo man eigentlich spielt, und auf dem rechten läuft immer der Stream und mit den ganzen anderen Sachen. Mit der Aufnahme und so. Okay, also Tatsache ist, der ist gefährlich und der ist gefährlich. Also schauen wir mal kurz. Was sieht der Mann? Ich muss jetzt, wann der nicht da ist, muss ich auf die Treppe. Auf die stille Treppe. Wow. Mal sehen, ob ich überhaupt herumlaufen kann. Close one. Richtig, das war close one. Aber da muss ich hin. Nachher. Die kommen immer gleich raus aus dem Haus. Einmal zack, falsch und dann lauter Leute da. Jetzt werde ich nochmal kurz was beobachten, bevor ich hier weitergehe. Der hier, okay. Ich habe echt keine Möglichkeit, mich auch da hinzustellen, einfach nur. Ich muss einen Riesenspielzug in eins machen, also in einem. Das heißt, wenn der sich umdreht, muss ich rauf, ablenken, rüber. Ach, der sieht den auch. Der mich eh nicht, wenn ich da warte. Nein, oder? Doch. On the move. Stop right there. Too easy. Bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt mit einem Spielzug einfach da durchkomme, doch alle. Obwohl ich muss. Ich stelle mich kurz hier weg, damit er mich nicht sieht. Ich muss eigentlich den hinteren töten. Eigentlich muss ich den hinteren töten. Dann den vorderen. Ja, ich glaube, ich muss darauf ablenken und durch diese Steinablenkung so weit möglich zu ihm herkommen. Und durch diese Felder. Also hier hinten ein Feld, wo ich mich geduckt halten könnte, hier. Dann ihn ablenken, dann ins nächste Feld laufen und dann mit dem Shuriken den hinteren töten. Wobei ich dann natürlich hoffen muss, dass er eine Samurai nicht sieht. Sieht ihn jemand? Nein. Der hier ist gefährlich. Also. Habe ich eine andere Möglichkeit? Achso, doch, ich kann die Wache ablenken. Remember, der sieht hier. Achso, naja. Hilft jetzt auch nichts, weil ich kann ihn ja nicht töten. Ich könnte mir Sake herschmeißen, aber das ist irgendwie nicht gut. Da
Dann hätte ich ihn nur da unten. Sieht er da runter? Es gibt auch auf der Treppe keinen toten Winkel, ne? Nein. Ich muss darauf. Ich muss darauf. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn anlocken, weil der eine Schaut. Das ist der einzige, den man ja mit Sake anlocken kann, ist der hier. Also wenn ich jetzt Sake irgendwo hinschmeiße, läuft der hin, weil er halt so ist. Da hinten, das ist auch ein toter Winkel. Das ist ein toter Winkel da. Diese Fläche hier wäre frei. Stellt sich die Frage, ob ich einen Sake da hinschmeißen kann. Time is of the essence. Ich probier's mal. I must find a shortcut. Irresistible. Shouldn't wait here. Huh? Have a drink. Shame to leave that lying around. Genau, hol's dir mal. Got to be fast. Du musst mit Mögeln hoch auf die Treppe anschließen, musst du die normale Wache mit Sake zwischen die Strohhütte locken und sie alle drei mit dem Schwertwind töten. Das stellst du dir zu einfach vor. Ich kann mit Mugen da nicht drauf, weil der da ist, dieser Strohhut. Mann. Ich glaube nicht, dass sich das ausgeht, was du jetzt meinst, Spitfire. You keep shooting. Es gibt hier auch nicht diesen einen toten Winkel hier auf der Treppe. Hätte ich hier eine Falle, wäre das super. Könnte ich hier genau eine Falle da drauf stellen. Ich probiere es nochmal. Nein, ich probiere es. Oder soll ich nicht probieren? Wie kann ich es sonst machen? Einen langen Spielzug machen. Ich glaube, das ist die bessere Methode. Also zuerst zur Treppe, dann mit dem Stein ablenken, dahin, mit dem Stein ablenken, dahin. Wir probieren das mal mit dem langen Spielzug. Mal sehen, ob ich es so weit schaffe. Quick, watch for cannon fire. Nein, nicht jetzt. Nochmal. Also wann der jetzt zurückläuft, dann probieren wir das. Was ist, haben die schwierig hier gemacht? Auch der hier nervt eigentlich, weil ich nicht immer losstarten kann, wenn ich möchte. Ach, der schaut her. Ich weiß nicht, vielleicht klappt es auch gar nicht. Locken mit Sake in den toten Winkel und dann kommt ein Shuriken geflogen. Ein Shuriken ist eine gute Idee. Stimmt, ein Shuriken. Ich brauche keine Fallen. Das könnte sich auch mit dem Shuriken ausgehen. So, jetzt machen wir das nochmal mit dem Sake. We shall not fail. Guards everywhere. Ich will nur schauen, dass ich ihn genau im toten Winkel auch erwische. Something. Have a drink. Close one. Lying around. Shuriken Jutsu. Shuriken, ready. He has the flask. Shuriken. Don't get shot now. Keep your head down. Got it. Das hat funktioniert. Es hat funktioniert.
Also er ist genau da reingestorben ist. I am Oshiro Mugan. Es hat funktioniert, aber ich muss euch ehrlich sagen, das war schon ziemlich knapp. Also dass man eine Leiche auf, was weiß ich, was war das da, 1 Zentimeter genau trifft. Oder da reinfällt, also in echt war es halt 1 Meter oder was. Right in the thick of it. At once. Bitte jetzt gleich. Ich kann hier stehen. Wegen toten Winkeln. Ah. Vielleicht kann ich mit der Leiche anlocken. Nein. Kann ich nicht. Habe ich jetzt nicht gespeichert? Ja. Nimm doch die Sake. So, okay. Gut. Okay, ich kann jetzt auf jeden Fall hier weiter, weil das geht ja. Ich muss da hinlaufen. Let them fight. Distraction. Don't get shot now. Quick. Das war zu weit. Nochmal. Also ich muss dahin, weil von da kann ich dann mit dem Shuriken den abschießen. Aber ich muss es wieder so machen wie letztes Mal. Got to be far. Shuriken, ready. Need a distraction. Quick now. Nothing. Using Shuriken. Warum kann ich da nicht schießen? Shuriken, ready. Ah, okay. Funktioniert auch. Okay. So. Was macht er denn? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gedrückt hier? Habe ich nicht Shuriken gedrückt? Ich habe doch Shuriken reinprogrammiert hier. Ah, muss ich es nochmal machen. No time to waste, Cody. Just passing through. Moving. Nothing. Safe, aber es funktioniert hier. Noise. Done. Aber zu langsam, schnell, zu langsam, schnell, zu langsam, schnell. Need a distraction. Getting there. I will not be distracted. Moving. Okay. Using Shuriken. Soll das funktionieren? Got you. Kenjutsu. Hey. Das ist zu laut. Es ist zu laut. Errungenschaft, Errungen, Genin. Was war das für eine Errungenschaft gerade? Ich habe hier irgendwas geschafft. Need a distraction. Not to be fast. Und zwar. Done. Too easy. Straight into battle. Es funktioniert trotzdem, ich muss dahin. Wer hat ihn jetzt gesehen? Shuriken, ready. Ach so, man sieht hier den blauen Kreis, also ich kann ihn nie töten, weil der andere ihn hört eigentlich. Der hört ihn tatsächlich. So, ist die Frage, kann ich? Ja, ich kann. I'll make noise. Time for action. It's just the wind.
Better stick to cover. So. Yoji ga kore. So funktioniert das. Sword ready. Und jetzt? Das mache ich auch gerade. Ich will zuerst die einen töten, den hinteren töten und dann den zweiten töten. Das müsste ich aber ausgehen. Ich muss nur beide auf einmal ablenken und dann aber auch auf der Stelle loslaufen. Blades ready. Moriashi. Ja. An der schwierigen Stelle vorbeigekommen jetzt. Ich vermute mal, das war eine schwierige Stelle hier. Los geht's, Bürger. Wir müssen hier weiter. Boah. Schweres Game hier. Aber wir haben es geschafft. Sieht der eh nichts hier. Mein Leichenschirm mit. Boing. Okay, gut. Boah. We will be victorious. You keep shooting. Careful now. Gut. Weiter geht's. Wir stellen zurück. Das ist die Standardansicht. Also, ne, keine gute Ansicht. So. Time is of the essence. Sieht er mich? Nein. Almost inside. I don't get it. Honor doesn't buy you anything. Especially when you're dead. Then tell me, Hayato-san. Why have you followed me into this chaos, this madness? Is money really the reason? That's... I... Every man chooses his duty. Without duty, life has no purpose. You do not have to understand my choices, Hayato-san. But I pray that you understand your own. So, erster Samurai. Der eine, die sprechen immer über Ehre und Kampf. Die anderen haben da ihre persönliche Sache, die Yuki. Sie sucht ihren Meister, hatte anscheinend schwere Familienprobleme hier. So, oder? Sehr gut. Ich glaube, wenn ich nur vorbeigegangen wäre, so wie du gemeint hast, und sie nicht getötet hätte, was hätte ich dann mit Mugen gemacht? Der wäre hier drin gefangen gewesen, mit dem hätte ich dann wieder zurück müssen. Das wäre jetzt kein schlechter Spielzug jetzt, glaube ich, dass ich jetzt hier weitergekommen bin mit beiden. Weil jetzt kann ich mit Mugen endlich die zwei hier töten. Ach, der sieht die noch. It's not safe here. Fast. Watch for cannon fire. Sieht da jemand die Typen da? Ach der. Naja, den Typen, den kann ich auf jeden Fall mal hier hinten töten, da wo er steht. Und den Offizier, da würde sein Shuriken wahrscheinlich das tun. Jetzt probieren wir das mal. Done. Oh, was kommt denn da runter? Wir gehen jetzt direkt runter zu dem Offizier da. Oh, der hat die Attacker. Wer hat mich denn da schon wieder gesehen? Der da oben. War da nicht ein Haken irgendwo? Kann ich da nicht rauf? Was ist hier? Komm schon. Watch for cannon fire. I don't get it. Honor doesn't buy you anything. Especially when you're dead. Then tell me, Hayato-san. Why have you followed me into this chaos, this madness? Is money really the reason? That's... I... Every man chooses his duty. Without duty, life has no purpose. Die reden hier über... You do not have to understand my choices, Hayato-san. But I pray that you understand your own. Naja, da oben über die Treppe ist gar nicht so ungefährlich.
Vielleicht kann ich da hinter denen vorbeilaufen einfach. One strike. This. Gott sei Dank habe ich den stärksten Krieger hier. Face death. Come on, don't get shot now. Ich kann jetzt aber nicht. Naja, vielleicht kann ich doch mal vorbeilaufen. Schauen wir nochmal kurz. Wie sieht der? Ja, ich kann laufen. Ich kann richtig laufen, meine ich. Moving. Ich renne da jetzt einfach. Oder kann ich einfach da hinten durch? Mal schauen. Straight into battle. Ich bin ja ein Ninja. Warte. Der hat mich hier fast gesehen. Ach, der sieht mich doch. Das geht. Ich sollte nur weitergehen eigentlich, damit er mich nicht wirklich sieht. Nochmal. Also. Am besten ist, ich gehe gleich weiter und töte den Typen da hinten da. Right. Das ist aber jetzt ein blöder Zeitpunkt. Dann, weil er kämpft, muss ich hin. Wo ist ein Offizier? Sieht der ihn? Nein, der sieht ihn eh nicht. Achso, der sieht ihn. Der sieht mich dann. Okay, dann gehen wir über die Treppe. Der wird doch irgendwann abgelenkt, der Typ da, oder nicht? Kommt da nicht? Irgendwann ist er Samurai und redet mit ihm. Wo ist denn der? Nein, wir probieren es einfach, wir laufen. Watch for cannon fire. Quick. Ich muss ja nur bis dahin das schaffen. Time to move. On the move. Geschafft. Zumindest bis dahin. Sword ready. Was liegen? Attacked. Better stick to cover. Close one. Das war nicht close, das war schlecht. Ah, ich hätte. Naja, ganz schlecht war es nicht. Too easy. Need a shortcut. Gibt's einen Haken irgendwo? Es gibt keinen Haken an der Sache. So. Jetzt geht's. Better find a way. Watch for cannon fire. Ich sollte ihn jetzt. Blades ready. Jetzt, genau so wollte ich das. Super. So, jetzt haben wir den da zu töten. Den Offizier. Need a distraction. Better stick to cover. Just using shuriken. It'll be close. We are gaining the advantage. Forward for the Shogun. Sehr gut. Ja, ich habe jetzt alle Offiziere erwischt. Das ist sehr positiv. Gut, ich habe das erste Mission Objective jetzt geschafft. Und zwar waren das Kill all Rebel Officers. Das habe ich jetzt gemacht. Destroy the Depot. Okay. We will see tomorrow. Gut, ich kann es da theoretisch einfach weiter. Hoffentlich auch mit ihm mal bald. For the Shogun. So, und jetzt muss ich rein. Was hat's mir gebracht? Ich könnte jetzt mit Mugen von der Seite rein. Das ist. Ja. Also der Haupteingang ist wahrscheinlich dann eher hier. Das heißt, ich kann da so rüber, zack, haken, rauf, rüber. Jetzt muss ich wirklich die Leute von der Mauer langsam jetzt wegputzen. Hm. Den brauche ich jetzt auch. Ich weiß noch gar nicht, von welcher Seite ich ihn eigentlich bräuchte. Eher von der oder von der anderen?
glaube ich, ich speichere einfach an der Stelle, weil vielleicht brauche ich ihn doch hier. Vielleicht muss er von der Seite rein. Zum Beispiel den Typen da, den sieht niemand. Den könnte ich jetzt einfach töten, den könnte ich einfach rein. Sieht der durch? Achso, nein, das ist wieder mal ein... Diese Zäune sind ja gemein hier. Zaun genug, damit ich nicht durchlaufen kann, aber so, dass die anderen immer noch vorbeischauen können. So, wo bin ich? We're in it now. Close one. Don't get shot now. Wir sind so gut wie drin. Ich könnte jetzt rein. On the move. Kill you, Hillard! Got you. Sword ready. Good. Got to be fast. Oh. They could still be here. Genjutsu. Sword ready. Time to move. Was war das denn gerade? Kann man das gelten lassen? Ich habe hier drei Leute erwischt. Just passing through. Komm schon her, Mann. Ich lass ihn herkommen. Vielleicht schießt ich den auch noch ab, dann lasse ich das so. I'll make noise. Moving. Fast. Habt ihr den Spielzug gerade gesehen? Ich habe hier vier getötet. Nichts verloren. Und es passt. Das wird gespeichert. Was auch immer das gerade war, ich habe relativ schnell immer gut umgeschaltet. Straight into gut, jetzt wollen wir uns noch hier mal meinen Shuriken wieder ab. Mine. Ja. Okay. Ich habe den Hof geklärt gerade. Wir können jetzt rein in diesen Busch. Beziehungsweise darauf, wenn wir wollen. Stellt sich nur die Frage, wohin wir fliehen wollen. Ich glaube, das mit der Mauer, da muss ich jetzt jedes Mal halt Alarm verkraften. Das heißt, ich gehe mal rauf, töte mal einen, gehe wieder runter, töte noch einen und so weiter und so weiter. Ja, das wird so sein. Genjutsu. Being attacked. Need to improvise. Got to be fast. Boah, guck mal, viele. Was macht der Fahnenträger da? Nichts. Also das da unten war zwar ein guter Kill, aber weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass man immer so spielt. Ich glaube nicht. Tatsache ist, ich bin schon drin. So. Jetzt könnte ich versuchen, natürlich immer wieder von der Mauer raufzukommen, runterzukommen. Ich kann aber nicht einfach so hier Leute töten, weil die sich ja doch gegenseitig beschützen. Sollte ich lieber lassen. Ich kann aber ins Haus gehen, das ist so witzig. Ich kann durch diese Hütte durchlaufen. Ja, okay, ich werde nächstes Mal... Ich mache jetzt gleich Schluss hier. Ich werde nächstes Mal von der Seite kommen. Mit ihr, mit Yuki und mit ihm. Werde hier oben klären, werde Alarms machen. Alarme? Alarms? Alarme, glaube ich ja. Alarme. Machen. Wurscht. Töte so viele ich kann, gehe mir wieder runter in die Büsche und das mache ich wiederholt, mehrfach. Lass ihn rauf und von da aus kann ich dann doch, glaube ich, hoffentlich ein paar Leute töten. Das ist nämlich eine sehr gute Option, dann könnte ich eventuell den da hinten töten und. Und dann räume ich mal hier auf, hier, was das Zeug hält. Aber das machen wir im nächsten Video. So, wir sind schon mal so weit, dass wir die Offiziere getötet haben, wären auch schon drin. Ich glaube, das ist ganz brauchbar, was wir jetzt hier fabriziert haben.
Schleich dich mit Yuki an den anderen vorbei, lass die Strickleiter runter und hoff, dass du den Kerl dort auf der Mauer triffst. Ja, das werde ich nächstes Mal probieren. Ich sehe schon, dass ich nämlich von der linken Seite nicht mehr weiterkomme. Jetzt muss ich wieder von der anderen Seite spielen. Ja, werde ich machen im nächsten Video dann, aber nicht mehr heute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben das gut gemacht. Es waren ein paar knifflige Dinge da dabei, die nur sehr knapp waren. Zumindest auf Hardcore waren die knapp. Ich glaube, wenn ihr das Spiel auf Normal spielt oder auf Leicht, dann ist es nicht mehr so kompliziert. Hier aber auf Hardcore hat man teilweise echt nur sehr, sehr kleine Zeitfenster, wo man überhaupt was machen kann, weil die einen sonst sofort sehen und sofort darauf reagieren. Funktioniert aber auch. Also ich spiele es deswegen auf Hardcore, weil ich mir denke, es gibt eine Lösung. Und wenn es diese ganz komplizierten Erfolge gibt, dann wird es wohl sogar noch eine sehr optimale Lösung geben. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass ich das Spiel so schaffe auf Hardcore. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr mir dann einen Daumen da lasst und meinen Kanal abonniert. Dann seht ihr wieder, wann ich online bin. Vermutlich, was ist heute? Donnerstag, Freitag? Vermutlich morgen dann wieder. Mal schauen, wie es sich ergibt. So, vielen Dank fürs Dabeisein, alle. Spitfire wünscht eine gute Nacht. Der nächste Stream wahrscheinlich morgen. Danke auch immer für deine Inputs hier auf der Seite. Das hilft. Manchmal waren auch sehr gute Inputs dabei. Ja, und dann sehen wir uns morgen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten an alle. Euer Wingman.